Ich zeige dir heute die Brother NV1300. Vielleicht nicht spannend, aber möglicherweise genau das, was du brauchst. Hi, ich bin der Felix vom Nähmaschinen aus Schaschu und ihr wisst, ich mache es mir manchmal gerne einfach. Und heute sind wir wieder an so einer Maschine angekommen. Da ist es für mich total einfach. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergesse, ich sag's nur gleich im Vorhinein, weil ich habe heute nichts vorbereitet. Ihr werdet jetzt einfach mal komplett mit mir so durchlaufen, was mir alles zu der Maschine einfällt, was vielleicht auch wichtig ist. Und ich möchte natürlich auch damit starten, wo sie dann einzuordnen ist. Ich werde euch zeigen, was kann man für Materialien mit der Maschine nähen. Und vor allem natürlich, was macht sie irgendwo besonders und warum könnte das für euch genau die richtige Maschine sein. Worum es geht, ist heute die Brother NV1300, um genau zu sein, die Brother Innovis NV1300. Wie ist sie einzuordnen? Eigentlich ganz einfach. Es gibt die A-Serie, es gibt die F-Serie, es gibt die NV-Serie und dann kommt oben drüber noch die V-Serie, die XE oder die X-Serie, wenn man das so nennen möchte. Also das ist dann die Stellair-Serie und die Luminair oben drüber. Also wir befinden uns wirklich in einem sehr, sehr guten Mittelfeld. Ich muss sagen, so in einer, ja, in dem Mittelfeld, wo wir eigentlich auch die meisten Maschinen gerne verkaufen. Einfach deshalb, die NV-Serie ist dann gut, wenn ihr sagt, die F-Serie wäre es eigentlich das Richtige, weil sie schon so ein bisschen kompakter ist noch, aber sie ist von der Stabilität her nicht ganz ausreichend. Dann geht hier der Schritt zur NV-Serie. Und warum zur NV1300? Ganz einfach, es gibt die NV1040. Das ist eigentlich für mich immer so das Vergleichbare zur F400, nur etwas größer und stabiler. Dann gibt es die NV1100, wäre vergleichbar zur F410, F420 zu sehen. Da bekommen wir jetzt schon neben der noch manuellen Fadenspannung dann aber schon wenigstens eine gewisse Menge an Stichen. Ich muss zugeben, ich verkaufe sie einfach nicht so häufig, weil sie, und das jetzt auch gar nicht negativ auffassen, aber mir ist sie häufig ein bisschen zu teuer für das, was sie kann. Da würde ich mir lieber dann das Geld sparen und bei der NV1040 bleiben oder eben möglicherweise den Schritt nach oben gehen zur NV1300. Und nach der NV1300 kommt dann die NV1800Q. Da habt ihr von mir vielleicht auch schon mal ein Video gesehen. Wenn euch das interessiert oder ihr feststellt, hey, ein bisschen mehr Komfort wäre mir noch wichtig, na dann schaut euch einfach mal noch das Video an. Ich blende es euch wieder mit ein. Dann könnt ihr mal vergleichen, wo genau die Unterschiede liegen. Darauf gehe ich jetzt aber auch ein. Ich habe vorhin gesagt, die NV1040 SE und die NV1100 haben noch eine manuelle Fadenspannung. Das ist bei der NV1300 schon nicht mehr der Fall. Wir haben eine automatische Fadenspannung. Das heißt, für euch diese Arbeiten, die Oberfadenspannung einzustellen, entfallen. Wir haben natürlich auch den vollautomatischen Einfädler, wie wir ihn schon von den ganzen anderen Brother-Maschinen auch kennen, also diesen extra Komforteinfädler. Wir haben einen Fadenabschneider mit an Bord und wir haben das SFDS, dieses rechteckige Transportsystem. Habe ich ja auch schon öfter mal im Detail beschrieben, aber kurz zusammengefasst, dieses Transportsystem, das dafür sorgt, egal ob wir jetzt feine Stoffe nähen, ob wir sehr elastische Stoffe nähen, ob wir harte Materialien nähen, auch mal eine Arbeitshose oder ähnliches, die Maschine kann es wunderbar transportieren. Und in Zusammenarbeit mit dem verstellbaren Fußdruck, weil wir können hier den Fußdruck einstellen, sorgt sie eben auch dafür, dass sich der Stoff nicht ausdehnt, dass das Ergebnis einfach so wird, wie ihr es euch vorstellt. Also das ist wirklich, wenn ihr das Video zur F560 vielleicht schon gesehen habt, dann ist das eigentlich der genaue Nachfolger mit dem Unterschied, wir haben noch keinen Touchbildschirm. Wenn ihr aber sagt, ihr könnt auf den Touchbildschirm verzichten, wollt aber trotzdem den Komfort und braucht noch mehr Stabilität, dann nehmt ihr die NV1300. Weil dann habt ihr alles, was ihr braucht, noch ein bisschen mehr Platz und eben mehr Stabilität. Aber das rechteckige Transportsystem, den verstellbaren Fußdruck zusätzlich und auch den Mehrwegetransport. Damit auch die Zielstiche, die bis zu 4 cm groß sein können. Ihr habt 5 Alphabete mit an Bord, ihr habt 182 Stiche. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ich glaube, es sind 182 Stiche. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich sage ja, heute ist das eine sehr spontane Sache hier. Und ihr habt vor allem alle wichtigen Nutzstiche, die ihr braucht. Egal, ob das jetzt normale Nähte sind, ob das die Dreistich-Geradnaht ist, der Dreistich-Zickzack, die Overlock-Nähte, die Cover-Nähte, die mit drin sind in der Maschine. Also es ist wirklich so eine rundum sinnvolle Maschine mit dem kleinen Vorteil, sie ist etwas günstiger als die NV1800Q. Dafür hat sie aber auch noch kein Stoffsensorsystem. Das ist wichtig, ICAPS bekommt ihr erst ab der NV1800Q von da an aufwärts. Warum ist jetzt die Klappe hier noch offen? Ganz einfach. Ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr später einen Zierstich oder einen Nutzstich auswählt, dass ihr quasi dazu kommt. Das bedeutet, dazu schalten wir die Maschine mal an.
Die Maschine geht an und da meine jetzt wirklich komplett niegelnagelneu für euch ausgepackt wurde, fragt sie mich auch erstmal nach der Sprache. Das würde euch auch so immer passieren, wenn ihr die Maschine bei uns jetzt gekauft habt zum Beispiel. Es ist eine wirklich neue, noch unbenutzte Maschine oder wir haben sie komplett zurückgesetzt. Dann passiert euch das auch. Dann wählt ihr bitte einfach die passende Sprache aus, die ihr gerne hättet und bestätigt mit OK. Ab sofort sieht es dann auch immer so aus und sie wird euch nicht mehr nach der Sprache fragen. Das könntet ihr aber in den Einstellungen auch ändern. Also wir spulen jetzt als nächstes auf, wir fädeln ein und dann wählen wir mal so nach und nach all die Sachen aus, die wir brauchen. Also, kurz zur Erklärung. Wir sind jetzt hier. Wir haben die Möglichkeit, das automatische Vernähen und Abschneiden später anzuschalten. Wir können jederzeit Fadenspannung, Oberfadenspannung wohlgemerkt, wir können die Stichlänge und die Stichbreite jederzeit verstellen. Solange das Ganze so invers geschrieben ist, könnt ihr sehen, das sind eure Standardwerte. Würdet ihr davon abweichen, bei der geraden Naht macht jetzt natürlich nur Stichlänge verstellen auch Sinn, dann wäre es nicht mehr invers geschrieben, sondern ist so ausgegraut, dann ist es schwarz quasi. Dann wisst ihr, ich bin vom Standardwert abgewichen. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm, weil ihr habt hier unten ja eure Schnellwahltasten, damit ihr alle wichtigen Stiche findet. Und wenn ihr die auswählt, dann startet die Maschine immer in den Standard Standardeinstellungen, also Standardstichbreite und Stichlänge und von da aus könnt ihr dann quasi loslegen, wie bei jeder anderen unserer elektronischen Maschinen auch. Zusätzlich haben wir natürlich die Einstellungen, die wir hier treffen können. Die sind dann wichtig, wenn wir den Fußdruck verstellen möchten. Bleibt dran, werde ich euch im späteren Verlauf des Videos zeigen, wenn es dann darum geht, auch die extrem elastischen Stoffe zu nähen. Wir können Stiche spiegeln, wir können Musterreihenfolgen erzeugen, wenn es später um die Zierstiche geht, werde ich euch auch ganz am Schluss zeigen. Und wir haben aber alle wichtigen Nähte erstmal hier mit ausgewählt. Bedeutet, wir starten mit der geraden Naht natürlich in der linken Nadelposition. Und wenn ihr euch wundert, was euch hier angezeigt wird, das ist jetzt sehr, sehr klein, aber ich beschreibe es euch mal. Ihr seht die gerade Naht. Neben der geraden Naht ist ein Strich und oberhalb befindet sich eine Ellipse. Diese Ellipse, wohlgemerkt, zeigt die Nadelposition an. Also Standard bei Brother ist immer, dass die Nadelposition links ist. Das ist auch nicht schlimm, da muss man sich nur dran gewöhnen, aber da kann die Maschine die dicksten, härtesten Materialien nähen. Würdet ihr jetzt auf die zweite Taste drücken, dann ist die Nadelposition immer noch links, aber es ist ein Punkt neben oder am Ende der Naht. Bedeutet, auf der ersten Naht würde die Maschine vorwärts-rückwärts vernähen und auf der zweiten macht sie eine sogenannte Punktvernähung. Ist dann immer ein bisschen schöner, wenn man einfach eine noch feinere Naht am Schluss haben möchte. Und würdet ihr die dritte Naht wählen, hättet ihr die Nadelposition in der Mitte. Aber da nochmal der Hinweis, wenn ihr dicke, harte Materialien nähen möchtet, bitte bleibt mit der Nadelposition links. Gewöhnt euch da lieber gleich dran, dann habt ihr nämlich eine wirklich zuverlässige Maschine. Soweit jetzt erstmal zu den Stichen. Ihr seht dann hier noch die verschiedenen Menükategorien. Und wenn ich jetzt hier einen Stich auswählen möchte, könnte ich sagen, ich bewege mich erstmal bei allen wichtigen Standard-Nutzstichen. Ich könnte aber auch sagen, ich brauche etwas anderes. Ich brauche eins der 10 Einstufen-Knopflöcher, die mit dabei sind. Dann würdet ihr das Menü auswählen. Und sobald ihr das Menü ausgewählt habt, seht ihr, wie hier oben die Maschine uns das ja auch quasi nochmal abbildet. Und dann können wir uns schon eine Zahl aussuchen, die wir haben wollen. Und die geben wir dann einfach ein, machen wir aber auch im späteren Verlauf. Wir spulen jetzt erstmal auf, wir fädeln ein und dann geht es auch schon los. Und ihr dürft mir heute da einfach mal dabei zuschauen, habe ich gedacht. Weil das ist ja doch etwas, was manchmal auch einfach praktisch ist zu sehen. Wir entfernen die Spule. Standardgemäß sind immer 4 Unterfadenspulen bei der Maschine mit dabei. Nehmen sie und stecken sie hier oben drauf. Jetzt können wir den Unterfaden nehmen oder halt ein ganz normales Nähgarn. Ich nehme jetzt hier mein 120er Nähgarn, in dem Fall in Sonnenscheingelb, stecke es hier drauf. Achtet darauf, dass der Faden sich in der richtigen Richtung abwickelt. Und dann folgt ihr bitte der gestrichelten Linie chronologisch 1, 2, geht hier mittendurch, das ist ganz wichtig, hier hinter die Spannung. Und da ist es wichtig, dass der Faden wirklich unter diese kleine Feder rutscht. Kontrolliert das und dann geht ihr noch 5, 6 Mal um die Spule herum. So, von hinten ist das wirklich jedes Mal wieder ungewohnt, aber es wird immer besser. Ich klicke die Spule noch nach rechts von euch aus und drücke auf die Starttaste oder auf mein Fußpedal. Bei mir ist jetzt das Fußpedal angeschlossen, dann darf ich natürlich nicht auf die Starttaste drücken, sondern dann trete ich direkt aufs Fußpedal und spule auf. Wichtig ist, die Maschine spult und näht nur so schnell, wie die Maximalgeschwindigkeitsregelung es auch zulässt. Das heißt, wenn ihr euch wundert, warum die Maschine so langsam ist, liegt das nicht an euch, das liegt nicht am Pedal, das liegt nicht an der Maschine, es liegt wirklich nur an dieser Einstellung. Wir entfernen die Spule nach oben und das ist bei Brother jetzt echt ganz schlau gemacht. Wir haben hier und hier kleine Messerchen. Das heißt, ich gehe nur mit dem Faden dahinter und schneide ab. Dann nehmen wir unsere Unterfadenspule
und setzen Sie hier wieder passend ein. Wichtig dafür ist, der Faden muss sich gegen den Uhrzeigersinn abwickeln. Ihr nehmt die Spule, legt sie ein, da könnt ihr auch nichts falsch machen, und geht von der ersten Naht, vom ersten Pfeil zum zweiten Pfeil hier rüber, darum und schneidet ab. Das ist jedes Mal ein bisschen akrobatischer Akt, das zu machen, dass ihr auch wirklich alles sehen könnt. Ich hoffe, es hat geklappt. Dann nehmt ihr die kleine Abdeckung unserer Stichplatte, setzt sie ein und drückt sie nur runter. So kann sie uns das nächste Mal auch wieder entgegenhüpfen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie so schön durchsichtig ist, sehen wir auch, bevor der Unterfaden leer wird. Und jetzt fädeln wir noch den Oberfaden ein. Dafür nehmen wir gleich wieder mein Multicolor-Stickgarn, einfach weil wir das mit der Maschine auch gut verwenden können. Das ist jetzt in dem Fall wieder ein 40er Faden. Das kennt ihr ja vielleicht auch schon von mir, aber ich möchte damit einfach zeigen, wie schön diese automatische Fadenspannung und vor allem wie zuverlässig sie arbeitet. Wir folgen der durchgezogenen Linie von der 1 zur 2, runter zur 3, hoch zur 4. Dann rutscht er auch selbstständig hier ins Fadenhebergelenk rein, runter zur 5, an die Nadel. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Es könnte sein, dass bei euch der Einfädler mal nicht geht. Ich habe dazu auch schon mal ein Erklärvideo gemacht. Ich blende euch das auch nochmal hier irgendwo mit ein. Aber wenn es bei euch jetzt, ihr packt die Maschine neu aus und der geht nicht, dann kontrolliert erstmal, ob hier an der Seite von der Maschine, da befindet sich am Handrad, vielleicht hört ihr das, da befindet sich so eine kleine Nase, weil das zu filmen ist sehr schwierig. Aber die muss ganz kerzengerade nach oben zeigen, dass ihr einfach wisst, die Nadel steht in der richtigen Höhe. Bei mir ist das der Fall. Ich gehe noch die letzten zwei Schritte, schneide ab, betätige meinen Einfädlerhebel und es ist eingefädelt, ohne dass ich hinschauen musste. Also das ist schon, ich freue mich da jedes Mal drüber, weil ihr einfach sofort loslegen könnt und nähen könnt. Jetzt sind die Vorbereitungen auch genug. Ich wandere ein kleines Stück um die Maschine rum und würde dann gerne mit euch nähen. Ich bin jetzt hier einmal außen rum gegangen, habe mir schon meine Stoffe ja zurechtgelegt gehabt vorhin und jetzt wollen wir erstmal nähen. Wir werden zunächst Jeansstoff nähen, dann werden wir wieder was Elastisches, am besten was Bielastisches nähen. Ich möchte auch gerne noch einen Baumwollstoff nähen und ich werde uns später noch, das habe ich jetzt zuerst vergessen, ich werde uns später noch so einen ganz dünnen, so einen Satinstoff dazu holen, dass wir auch den nähen können, weil ja die Maschine eben so schön diese Stoffe auch alle verarbeitet. Wir nehmen den Faden, legen ihn unters Füßchen. Die Maschine holt selbstständig uns den Faden nach oben. Wir können absenken. Das ist jetzt einer der Unterschiede schon zur NV1800Q. Wir haben keine Taste hier, wo wir den Nähfuß absenken können. Wir kriegen aber zur Maschine einen Kniehebel. Das wäre schon ein Vorteil. Würdet ihr jetzt nicht so sitzen wie ich, dann könntet ihr übers Knie den Nähfuß anheben und absenken. Auch das ist sehr, sehr praktisch, ist hier auch schon mit dabei. Ich sage der Maschine jetzt noch, du nähst bitte nur in der geraden Naht. Ich habe jetzt wirklich nur Stich Nummer 1 ausgewählt. Das ist gar nichts Besonderes. Und du vernähst bitte am Anfang und am Ende und schneidest beide Fäden unterm Stoff ab. Das soll sie mir gleich abnehmen als Arbeit. Und dann gehe ich auf mein Pedal und fange an zu nähen. Und ihr seht, dass die näht wirklich ganz gerade. Und das ist so schön daran. Wir können jetzt anheben, drehen, absenken und direkt weiterarbeiten. Und ich hoffe immer, man kann das in den Videos so hören, aber wir haben wirklich ein sattes, sehr angenehmes Nähgeräusch. Da hört man einfach auch, dass sie jetzt natürlich doch nochmal noch eine Ecke robuster, noch stabiler ist. Wenn du nicht ständig irgendwelche schwereren Materialien, oder ständig ist übertrieben, wenn du nicht planst, schwere Materialien regelmäßig zu verarbeiten, dann würde für dich wahrscheinlich auch die F560 sehr gut reichen, die dir vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr Komfort noch bieten und etwas kompakter sein, weil wir haben hier natürlich 21 cm Platz. Bei der F560 oder im Allgemeinen bei der F-Serie sind es 18 cm, das heißt 3 cm weniger. Das wirkt sich aber natürlich auch auf das gesamte Gehäuse aus. Kann man sich immer mal überlegen oder auch vergleichen, aber wenn du da oder wenn ihr da nicht sicher seid, meldet euch einfach bei mir. Ich vergleiche gerne mit euch, weil es hängt ja wirklich immer so vom Einzelnen, von der Einzelnen ab, was man auch wirklich machen möchte, was man sich vorstellt, ob man Platz hat, die Maschine stehen zu lassen, ob man sie wegräumen möchte und. Ich habe jetzt den Zickzack ausgewählt. Ihr habt gesehen, am Anfang hat die Maschine gleich wieder so zurückgesetzt. Das heißt, sie hat vernäht, weil ich hatte die Naht gewechselt. Schneide ab, meine Nadel fährt aus dem Stoff. Ich habe jetzt nicht vernäht, wohlgemerkt, sondern ich habe nur abgeschnitten. Und meine Naht ist wunderschön hier sauber getrennt. Ich habe oben meinen Stickgarn, unten meinen Nähgarn. Man sieht nur diese ganz kleinen Punkte, die Knoten quasi der Naht. Das ist alles wunderbar und schön. Und nicht nur, dass sie das kann, sondern ich kann eben auch wirklich dick mit dieser Maschine nähen. Ich habe da jetzt 12 Lagen Jeans.
lege die unten drunter, habe einen doppelten Nähfußhub, sodass ich auch wirklich deutlich mehr unten drunter bringen kann. Senke das hier ab. Noch brauche ich auch nichts am Fußdruck verstellen. Ich mache jetzt nur mal das Vernähen und Abschneiden aus, weil ich möchte hier wirklich einfach nur mal drüber nähen. Und ich nähe jetzt bewusst langsam. Einfach, damit ihr sehen könnt, wie viel Kraft die Maschine hat. Weil wenn man eins heute wissen sollte, dann ist das, ihr braucht nicht mehr Schwung holen, dass die Maschine auch dicke Sachen nähen kann. Sondern entweder sie kann es oder sie kann es nicht. Wir haben heute solche Motoren, die quasi dafür sorgen, dass die Kraft wirklich ab dem ersten Stich auch genau gleich immer da ist. Und jetzt seht ihr, wie butterweich die da durchnäht. Und da ist egal, ob ich langsam oder schnell nähe. Und wenn ich rückwärts nähen möchte, dann mache ich das auch. Alles kein Problem. Und das ist natürlich schon immer eine sehr schöne Sache. Wir schneiden wieder ab. Ich hole uns jetzt schnell noch so einen dünnen Stoff. Ich bin wieder da und habe uns so einen ganz dünnen, wirklich jetzt sehr leicht fallenden Stoff mitgebracht. Warum? Ich habe nichts verstellt. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Ich lege meinen Stoff unter den Nähfuß und ich lege auch wirklich, und ich hoffe, vielleicht sieht man es vielleicht auch nicht, ich beschreibe es euch einfach. Ich habe den Stoff jetzt so gelegt, dass mein 7-Punkt-Transporteur nur mit den vorderen zwei Zacken überhaupt den Stoff treffen kann. Also überhaupt den greifen kann. Da sticht meine Nadel noch ins Leere. Es wäre bei jeder Maschine, und da ist völlig egal welcher Hersteller, die kein Kastentransportsystem hat, also nicht dieses rechteckige Transportsystem, würde der Stoff nach vorne unten reinrutschen. Und das ist eben genau das, was jetzt hier Brother oder auch in dem Fall diese Baureihen so besonders macht. Ich gehe dann einmal in die Einstellung und verstelle noch meinen Fußdruck. Auf Seite 5 von 8 sieht man das und jetzt könnt ihr hier den Fußdruck ein kleines bisschen lockerer stellen. Wohlgemerkt, lockerer ist einfach nur die kleinere Zahl. Würdet ihr nach oben stellen, es geht bis 4, dann könntet ihr wirklich noch härtere Sachen nähen, wobei 4 ist einfach schon auch viel Verschleiß. Deswegen würde ich euch immer dazu raten, nehmt 3 oder 2, lasst das als Standardwert, das ist immer gut. Und wenn ihr später bielastisches oder sehr elastisches Material näht, Jersey-Stoffe, all diese Dinge, dann stellt ihr auf 1. Ich bestätige jetzt hiermit und bin auch schon fertig, suche mir mein Pedal wieder und gehe hier los. Und ihr habt gesehen, wie schön die Maschine den Stoff drunter zieht. Und auch hier wieder, ich habe einen perfekten Transport. Und selbst wenn ich drüber hinaus nähe, völlig egal, das kann ich machen. Es passiert nichts, ich kann mich darauf verlassen, ich habe ein gutes Handwerksgerät. Und genau das ist eben die NV1300. Einfach zuverlässig. Und ich habe wieder eine schöne Fadenspannung. Und auch das ist cool. Das sind einfach so Dinge, auf die will ich mich doch verlassen können, wenn ich mir eine gute Nähmaschine kaufe. Geht weiter, wir nähen bielastisch. Ich weiß gar nicht, warum ich das so oft betone. Doch, ich glaube, ich weiß warum. Ich habe letztens das Gespräch mit jemandem gehabt, der hat, toll, dass ich mir die Frage schon selber stelle, ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem gehabt, der mir sagte, oder die Dame sagte mir, sie könne kein bielastisches Material mit ihrer Maschine nähen. Und ich habe mir dann gedacht, mit der Maschine muss man das eigentlich können, aber es muss dir natürlich auch jemand zeigen. Weil du musst wissen, du musst den Fußdruck passend einstellen. Und nicht jeder kennt das. Und dann hat man eine super schöne, hochwertige Maschine und weiß nicht, dass jetzt der Fußdruck einfach wirklich locker gestellt werden muss. Man natürlich die Elastiknaht nehmen dürfte. Das wäre hier Stich Nummer 8. Wir machen das Vernähen und Abschneiden wieder an. Und dann näht die Maschine das nämlich wirklich wunderbar. Und ihr seht das, ich habe keine Hand dran, nichts und da ist keine Welle, da entsteht wirklich nichts. Die Maschine transportiert das ganz entspannt, locker nach vorne. Genauso wie sie sollte. Bin ich fertig, kann ich jetzt auch mal nicht nur abschneiden, sondern ich könnte sagen, ich möchte vernähen und abschneiden. Dann macht meine Maschine das in einem. Es gibt zu den Maschinen auch immer ein sogenanntes Multifunktionspedal, ist aber aufpreispflichtig, dann könntet ihr auch über die Ferse hinten, über eine Backkick-Funktion der Maschine quasi sagen, du vernähst bitte und schneidest jetzt ab. Ich mache es jetzt momentan halt über die Taste, weil ich möchte euch ja zeigen, was ist alles in der Maschine dabei, wie könnt ihr direkt loslegen. Wir haben hier die elastische Naht. Das Schöne ist, sie gibt wirklich richtig gut nach und sie sieht vor allem aus wie eine gerade Naht, wenn ihr fertig seid. Nach wie vor, die Fadenspannung ist top, wir haben einfach ein schönes Ergebnis. Jetzt sagt ihr, okay, bis dahin alles gut und schön. Das können viele Maschinen, das können mehr Maschinen, alles richtig. Das können vielleicht nicht alle Maschinen, aber man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Ich zeige euch jetzt mal noch die Knopflöcher, ich zeige euch noch den Seitwärtstransport, da reden wir auf jeden Fall mal noch kurz drüber. Und dann müssen wir noch mal so ein kleines bisschen vergleichen. Um ein automatisches Knopfloch zu nähen, braucht es eigentlich erstmal gar nicht viel. Ihr müsst wissen, wo ihr es findet. Und das findet ihr hier im Notstichmenü. Dazu wählt ihr das Notstichmenü aus, so wie ich es vorhin auch schon sagte.
und dann gebt ihr eine Zahl ein. Ihr habt 10 verschiedene hier drin in der Maschine und ihr wählt euch zwischen der Zahl 77 bis zur 86 einfach das Passende aus. Falls ihr euch überlegt, welches könnte jetzt hier das Elastische auch wirklich sein, dann sage ich, orientiert euch mal daran, alles was so ganz leicht schräg ist, wird euch wahrscheinlich deutlich mehr nachgeben wie etwas, das nicht so schräg ist. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ganz gerne die 81 zum Beispiel, oder ich finde die 82 fast noch schöner. Ich sage euch auch gleich warum. Ich wähle die 82 aus. Meine Maschine zeigt mir jetzt im Display, wie sie den Stich eingestellt hat, zeigt mir aber auch an, ich brauche ein anderes Füßchen. Weil würde ich jetzt meinen Stoff hier drunter legen und mit meinem Standard-Nähfüßchen arbeiten wollen, dann passiert nichts, außer dass sie piept und mir im Bildschirm eine Fehlermeldung anzeigt, sodass ich weiß, oh stopp, ich muss ja den Fuß wechseln. Ich muss ja dran denken. Deshalb leuchtet es hier auch immer noch rot. Wir wechseln den Fuß aus. Nehmen den Knopflochfuß raus. Und für den Knopflochfuß braucht man hinten einen Knopf. Den legt man ein. Dadurch habt ihr automatisch die Größe. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich einen Knopf und lege mir hier eine Spule rein. Einfach nur mal für die Größe. So, ja, das ist gut. Ich denke, einen Knopf habt ihr alle zu Hause. Vor allem, wenn ihr ein Knopfloch nähen wollt, dann werdet ihr ihn bestimmt schon haben. Dann nehmt ihr das Ganze hier und legt den Stoff unten drunter. Ich habe jetzt sonst nichts verstellt, weil wir hatten ja vorher schon den guten Fußdruck ausgewählt, also dass es schön locker ist. Mehr müssen wir nicht machen. Wenn ich jetzt aber losnähe, dann hat die Maschine immer noch ein Ärgernis. Sie leuchtet immer noch rot. Würde ich jetzt hier drauf treten, taucht wieder eine Fehlermeldung auf und die Maschine sagt, stopp, bitte zieh den Kniehebel nach unten. Der Kniehebel befindet sich hier links im Stirndeckel. Das ist etwas, wenn ihr es im Video nicht sehen konntet, ist kein Problem. Schreibt es mir drunter. Ich erzähle euch das auch immer gerne nochmal, weil das ist wichtig. Der bestimmt uns jetzt nämlich automatisch die Größe. Und ich gehe einfach aufs Pedal und lasse die Maschine mein Knopfloch nehmen. Sie ist jetzt von selbst langsamer geworden, vernäht jetzt dann gleich und schneidet ab. Und ich hebe nur noch den Nähfuß an und kann mein Knopfloch rausnehmen. Und schon ist es fertig. Das ist natürlich schon cool. Und warum ich jetzt dieses Knopfloch ausgewählt habe, ist ganz einfach. In der Mitte befindet sich eine ganz dünne Naht. Und mit dieser ganz dünnen Naht hat die Maschine mir quasi schon meine spätere Lücke für den Schnitt vorgezeichnet. Das heißt, ich nehme meinen Nahttrenner und fahre genau in dieser Naht einfach nach vorne. Die Profis machen das mit einer Schere, habe ich auch schon öfter gesagt. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich nutze halt gerne das eben, was direkt hier mit dabei ist und direkt bei der Maschine auch irgendwo liegt. Und dann habe ich hier ein wirklich schönes, gutes Knopfloch. Wenn euch die Raupenbreiten nicht passen, könnt ihr die einstellen. Ihr könnt auch die Länge noch einstellen, also damit die Dichte regulieren. Das hängt aber natürlich sehr stark von eurem Knopfloch auch mit ab oder von eurem Knopf, den ihr verwenden möchtet. Jetzt habe ich noch zwei Dinge, die so ein bisschen zusammenhängen. Ich habe den sogenannten Mehrwegetransport in der Maschine. Das ist etwas, das im Prinzip eigentlich mal dafür gedacht war, die Technik gibt es auch schon relativ lange. Wenn ihr euren Freiarm nutzen möchtet an der Maschine, den sie natürlich hat, dann ist der relativ breit. Und gerade der Mehrwegetransport sorgt einfach dafür, dass ihr auch Hosenbeine oder ähnliches, oder selbst wenn ihr sagt, ich habe größere Projekte, die gut verarbeiten könnt. Und was stelle ich mir da vor? Ganz einfach, ihr nehmt das und stülpt das hier oben drüber. Könnt dann ohne Probleme auch euren Stoff nähen. Ihr stellt euch jetzt mal vor, ich habe so etwas. Oder ich habe einen Taschenbügel, den ich vielleicht zusammennähen möchte. Oder es gibt noch zig weitere Beispiele, wo man sowas gut nutzen kann. Ich möchte aber auch ehrlich sagen, das ist etwas, das werdet ihr nicht jeden Tag nutzen. Wenn ihr es aber nicht in der Maschine habt, dann könnte es euch passieren, dass es euch irgendwann ärgert und ihr euch denkt, hätte ich es nur dazu genommen. Und bei Brother ist es Stand heute so, wenn ihr eine Maschine mit automatischer Fadenspannung habt, dann habt ihr auch den Mehrwegetransport mit drin. Und von daher kriegt ihr den sowieso dazu und es ist ganz cool, das jetzt mal noch zu sehen. Wir setzen wieder einen Nähfuß ein. Auch hier, die Maschine macht natürlich grundsätzlich immer erstmal Empfehlungen für die Füße, die man verwenden kann. Was ich einsetze, liegt am Schluss bei mir. Ich gehe jetzt hier drauf, gehe wieder in mein Nutzstichmenü, da bin ich ja noch, und gebe die passende Zahl ein. Und ich möchte jetzt im Zickzack nach vorne arbeiten. Das wäre die 98. Gehe auf mein Pedal. Ach, ich habe den Knopflochhebel vergessen. Ist nicht schlimm, die Maschine erinnert mich dran. Dann schieben wir den nach oben. Das passiert mir gerne mal. Dann treten wir hier drauf und die Maschine macht das. Wichtig, da wird sie jetzt auch nicht ganz so schnell. Von daher könnt ihr ruhig auch ein bisschen Gas geben. Alles kein Problem.
Jetzt stellt euch aber vor, ihr seid wirklich in einem Ärmel oder in einem Hosenbein. Seid froh, dass ihr das überhaupt hier über den Freiarm drüber gebracht habt. Ist ja das schon extrem schmal. Und jetzt müsstet ihr nach rechts. Und das ist genau das, wo der Mehrwegetransport interessant wird. Ihr gebt jetzt die Zahl 98, nein, stopp, die 97 ein. Und die Maschine transportiert euch nach rechts. Das ist echt praktisch. Wie gesagt, etwas, was ihr nicht ständig braucht, aber die meisten sinnvollen Sachen braucht man nicht ständig, sondern man ist dann froh darüber, dass man sie hat, in dem Moment, wo man in die Situation kommt. Und genauso, wenn ihr rückwärts nähen wollt, könnt ihr das natürlich auch in der geraden Naht machen. Ich gebe die 92 ein. Dann näht die Maschine so lange rückwärts, wie ich aufs Pedal gehe. Ich muss keine Taste halten. Ich kann einfach in Ruhe rückwärts nähen. Auch das ist ja sehr, sehr praktisch. Und jetzt wollen wir wieder nach links. Dann geben wir die 93 ein. Ich denke, das Prinzip ist hoffentlich klar geworden. Eure einzige Aufgabe ist, das habt ihr ja auch gesehen, so ein bisschen zu gucken, dass es auch wirklich gerade wird, dass die Nähte sich wieder treffen, weil das natürlich eine extrem anspruchsvolle, tolle Technik ist. Der Nähfuß ja aber immer mehr lang als breit sein wird, von daher sich da nicht ganz so einfach tut. Tatsächlich wird das auch noch getoppt von der aktuellen VQ2 von Brother. Die kann sogar diagonal nähen. Also nur, dass ihr das mal gehört habt. Ich schneide ab und nehme meinen Stoff raus und habe wieder eine wunderbar schöne Fadenspannung, schönes Ergebnis, einfach was Tolles am Ende. Und das führt dazu, da kommen wir jetzt eigentlich schon zum letzten, bevor es noch kurz um den Lieferumfang geht und so meine persönliche Empfehlung, warum man die NV1300 kaufen könnte. Wir können schreiben, wir haben 5 Alphabete in der Maschine, wir haben Zahlen in der Maschine, wir haben aber natürlich auch richtig schöne Zierstiche, die bis zu 40 mm, also 4 cm groß werden. Wohlgemerkt, reine Nähstiche. Das sind Zierstiche, das ist kein Sticken, wie ihr es gewohnt seid, vielleicht von der F580, der NV2700 oder ähnlichen, sondern das sind reine Zierstiche, die ihr nicht in der Größe verändern könnt. Ich gehe jetzt in mein Nutzstichmenü, suche mir einen Zierstich aus und mache heute ein Herzchen. Das wäre die 10 im Zierstichmenü 2. Damit ihr in das zweite Zierstichmenü kommt, tippt ihr nicht nur einmal auf die Taste, sondern einfach ein zweites Mal. Dann entsteht hier auch die Ziffer 2. Und ihr könnt die passende Zahl eingeben. So, wir haben eine Endlosreihe Herzchen. Die könnten wir jetzt so lange nähen, wie wir wollen. Würden wir sie unterbrechen wollen, tippen wir auf die Rapportfunktion. Dann beendet unsere Maschine im Rapport nach dem nächsten sauberen Herzchen. Wir wollen aber eine Musterreihenfolge haben. Also gebe ich die 10 nochmal ein, habe dann nur noch 2 Herzchen und möchte jetzt dahinter etwas schreiben. Und wir schreiben jetzt ganz fantasielos heute einfach Brother. Ich tippe das große B ein, damit ihr auch mal etwas seht hier, würde ich jetzt nur die 2 eingeben. Es könnte ja auch noch die 20, die 21, die 22 und so weiter draus werden. Würde die Maschine so lange darauf warten, bis ich fertig bin mit Reden und am Schluss mit OK bestätige. Für das kleine R, auch zur Erklärung, würde ich die 44 jetzt eingeben. Wenn ich die eingegeben habe, bestätigt die Maschine sofort, weil nach der 44 nichts mehr kommen kann. Eine dritte Ziffer ist nicht mehr möglich, weil unser Zahlenraum geht nur bis 157. Dann nehmen wir das kleine O, das ist dann die 41 und ich mache ein bisschen schneller weiter, die 46, die 34, die 31 und ein R, die 44 nochmal. So. Und jetzt können wir auch für Brother noch was dahinter setzen, wieder einen Zierstich raussuchen und uns da vielleicht auch noch austoben. Jetzt haben wir nämlich noch gar keinen so großen Zierstich ausgewählt, wir könnten... Ich möchte gerne mal hier vielleicht noch so etwas machen wie die 28. Ich glaube persönlich, das wird nicht reichen. Dann machen wir ein Bienchen, das ist die 39, die ist schön klein. Wenn ihr die großen Zierstiche sehen wollt, dann dürft ihr einfach im Laden vorbeikommen oder mir schreiben. Dann schicke ich euch ein Foto, weil ich schätze, ich bringe es sonst nicht auf meinem Stoff hier unter. Und das Allerschönste ist, und das sage ich jetzt auch gleich noch dazu, alles, was ich mit Pedalen mache, kann ich auch ohne Pedal machen bei unseren Brother-Maschinen, weil ja nicht jeder gleichzeitig aufs Pedal treten kann, oben gucken kann, was passiert. Wir können auch über die Start- und Stopp-Taste arbeiten und die Maschine macht das alles selbstständig, bis ich wieder auf Stopp drücke. Wir sind jetzt beim E. Nach dem R werde ich tatsächlich pausieren, weil sonst passt unser Bienchen nicht mehr hin. Drücke jetzt auf die Taste, dass sie im Rapport beendet und beende mit dem R. Und das Bienchen machen wir einfach oben drüber. Die Maschine hat vernäht und abgeschnitten. Wir nehmen das Bienchen und lassen das noch einzeln laufen. Einfach, weil ich euch das zeigen möchte.
ist natürlich jetzt schon schön. Und damit möchte ich auch gerne schließen. Zum Lieferumfang bei der Maschine gehört nicht nur, dass sie wirklich sehr viel kann, sondern sie kommt auch so, dass ihr jederzeit direkt nähen könnt. Bedeutet, wir haben den Knopflochfuß mit dabei, wir haben unseren Reißverschlussfuß mit dabei, wir haben einen Zierstichfuß mit dabei. Wir haben ein Overlockfüßchen mit dabei, habe ich schon gesagt, aber das ist wichtig. Und wir haben dann natürlich noch die Möglichkeit, jede Menge Füße zu ergänzen. Ihr habt die Garnrollenscheiben mit dabei, einen Nahttrenner, ihr habt 4 Unterfadenspulen mit in der Maschine. Also so wie sie bei euch ankommt, eine Packung Nadeln, eine Zwillingsnadel. Wenn ihr jetzt nicht so wie ich auf die Titan-Universalnadel schwört, die ich hier schon wieder eingesetzt habe, tatsächlich, das ist so das Erste, was ich immer mache, wenn ich eine Maschine auspacke. Aber ansonsten habt ihr eine wirklich komplett vollständige, total zuverlässige, wirklich schöne Maschine. Und warum würde ich mir die jetzt am Schluss nicht kaufen oder vielleicht doch kaufen? Naja, ist ganz einfach. Ich würde sagen, wenn ihr die NV1300 kauft, dann braucht ihr eine Maschine, die stabil ist, die wirklich für die härteren Materialien gedacht ist, die euch aber trotzdem Komfort bietet. So wie ich bei der 1040 gesagt habe, wenn ihr sagt, ich brauche eine stabile Maschine, aber sonst nichts, dann kauft genau die, dann ist das auch richtig. Die NV1300 bietet mehr Komfort, die bietet mehr Zierstiche, die bietet mehr Nutzstiche, bietet von allem in dem Fall mehr und sie hat eben dieses gute Kastentransportsystem mit dem verstellbaren Fußzug und dem wirklich stabilen Nadelkopf und natürlich der automatischen Fadenspannung. Also, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das überzeugt hat, würde ich mich erstens freuen, wenn ihr uns, mich, wie auch immer, unser Geschäft hier, unseren Familienbetrieb unterstützt mit einem Daumen hoch. Vielleicht auch gerne was unten drunter schreibt und vielleicht auch mal reinschreibt, welche Nähmaschinen euch interessieren würden, weil ich würde gerne mal noch einfach andere weitere vorstellen und bin da offen für neue Vorschläge. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu langwierig, auch wenn es heute mal ohne Vorbereitung war, aber dafür mindestens so authentisch wie möglich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.